mir einen echten Mandalorian-Helm bauen wollte. Doch er hat versagt. Es kamen unerwartete Probleme auf ihn zu. Daran bin ich einfach gescheitert. Ich konnte ihn nicht bauen. Was wird er nun tun? Wie wird er damit umgehen? Und was wird aus dem Helm? Das sind die Heute. Ja, passend zur dritten Staffel The Mandalorian, die jetzt ja dann bald online geht, wollte ich einen Mandalorian-Helm bauen. Aber von Anfang an. Ja, der will mit seinen Schnapsideen. Da kommt er wieder daher. Oh, ich muss was ganz, was Krasses, was Tolles machen für YouTube. Weil die Leute wollen ja was sehen, denen wird ja schnell langweilig. Darf ich schon? Nicht da hinschauen, da? Ja, okay, darf ich schon, ja, gut. Ich bin der Pap vom Tab. Und, also der Vater. Und ich hab noch quasi gemacht. Also, ich kann auch. Ich hab schon früher gebaut, aber er war halt das. Ja, war halt auch ein Projekt, gell? Auf jeden Fall ging das Ganze los. Ich habe mir im Internet ein paar Videos angeschaut und ich habe gesucht, wie könnte ich das am besten bauen. Und dann habe ich mir erstmal im Internet so eine Schablone runtergeladen, so ein Pattern, wie man diesen Helm baut, also so ein Schnittmuster. Das habe ich mir ausgedruckt, habe das alles ausgeschnitten und habe mir erstmal einen Helm aus Pappe gebaut. Also für das waren die Schnittmuster eigentlich auch da, um sich einen Papphelm zu bauen. Ich muss aber von Anfang an sagen, ich habe die ganzen Kleinteile außenrum nicht gebaut, weil mir ging es jetzt erstmal darum, hat der die richtige Größe, kann man den auch noch aufsetzen, weil ich wollte natürlich auch aufsetzen können. Dann habe ich den Papphelm gebaut und habe gemerkt, okay, es funktioniert alles, man kann das soweit bauen. Ist ein bisschen eng gewesen. Und dann mag der irgendwie von dem Ohrendorf, von dem Mandaloro, den Helm bauen. Den Helm bauen aus Metall. Der spinnt doch. Hat er mir letztens erzählt, dass er irgendwas Besonderes mag machen, weil der macht doch den YouTube macht er. Kennst du den YouTube? Oh mein, den YouTube. Ich kenne mich ja da nicht so aus, gell, weil Fernseh schauen, ich bin ja mehr so der, mein Bierdringer halt, ne? Ich muss das Ganze ein bisschen größer machen. Das heißt, ich habe die Schnittmuster ein bisschen höher skaliert, dass sie mir danach auch sicher passen. Zwischenzeitlich habe ich mir den ganzen Helm auch mal mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Ich habe mir gedacht, die haben einen 3D-Drucker, das kann ja jeder. Ja? Dann hätte man den Helm aus dem 3D-Drucker eigentlich erstmal ordentlich abschleifen müssen und primern und sprühen und da hatte ich ja null Bock drauf. Und nochmal, das kann ja wirklich jeder. Ich wollte was Besonderes machen. Weil ich eh schon immer so pur. Mach halt was Gescheites. Geh halt einmal arbeiten. Geh halt einmal, such dir halt eine Gescheite, such dir halt eine Arbeit. Was tust du denn da den ganzen Tag? In deiner Faxenwerkstatt stehen und Faxen machen. Kann ich ja mal nicht. Aber das ist ein anderes Thema, genau. Ja, ich hab von Anfang an gesagt, lass das bleiben, das wird nichts. Wie möchtest du denn das machen? Wie soll denn das aus Metall? Du kannst ja nicht einmal gescheit schweißen. Schau dir das verhungerte Einhorn an, was du gebaut hast. Das ist. Aber. Der lässt sich ja nicht reinreden, der weiß alles besser. Ich mach das jetzt, meine Zuschauer haben was Besseres verdient, ich kann nicht immer den gleichen Scheiß machen wie alle anderen. Was möchtest du denn dann sagen? Furt war er in der Werkstatt, anstatt dass er mir daheim hilft, was zu machen. Mein Bastelzimmer fertig zu bauen. Und dann kam halt meine Idee immer mehr, immer weiter und ich dachte, okay, den baust du jetzt aus Metall. Weil, wie ihr wisst, ich habe doch schon mal so ein Metalleinhorn gebaut. Und hab dann meine ersten Erfahrungen gesammelt und dann dachte ich mir, ja komm, bist du inzwischen der absolute Profischweißer, jetzt machst du das Ganze aus Metall. Dann habe ich ein bisschen Metall bestellt, 1 mm Stahlblech, unbeschichtet, glaube ich, ist es, dass ich beim Schweißen keine so grasogiftigen Dämpfe einatmen muss, sondern nur semigiftige Dämpfe. Und habe mir meine Schablonen auf meinen Helm übertragen. Das war ein ewiges Puzzlespiel erstmal, um die Teile wirklich alle auch so auf die Platte zu finden, dass ich möglichst wenig Material verschwende. Ja, auf jeden Fall hat er erzählt, hat er gesagt, er mag jetzt da so einen, der hat irgendeinen Film hat er gesehen auf den YouTube da, ein, wie hat er gesagt, ein Star Wars, ein irgendwas mit Roboter oder so, ich weiß nicht, und Lichtsäulen oder Raumschiff und, weißt du, ich kenne mich da nicht aus. Das, ich habe letztes Mal am Standisch meine Späßeln gefragt, die haben auch gesagt, die wissen nicht, was der meint, also der redet schon alle, der Bub redet so, der will halt einfach gescheit arbeiten. Dann. Ja, dann dachte ich mir wieder, gut, ich habe ja Erfahrung schon gesammelt, wie man das alles mit der Stichsäge aussägen kann. Dann habe ich halt wieder die ganzen Kleinteile mit der Stichsäge ausgesägt. Das ist wirklich eine ultra bescheidene Arbeit, geht wahnsinnig ins Handgelenk. Ich hatte dann echt irgendwann richtig Probleme und dann ist es auch schon passiert. Das erste große Missgeschick. Also wirklich,
Puh, das war echt eine grobe Sache. Und irgendwann ist er heimgekommen und dann habe ich ihn schon, hab ich schon gesehen. Jetzt ist was. Da war er nicht mehr gut drauf. Da, ja, das, also das hat mir dann schon angekannt. Dass mehr fällt wie sonst. Ich hatte die komplette Schutzkleidung an, also Montur, Brille, Gehörschutz. Ich mit meiner Schutzbrille, Gehörschutz auf, alles gut. Schneid, auf einmal, oh, Mist, Splitter im Auge. Ist mir unter der Schutzbrille ein Metallsplitter durch. Ja, puh, was machen jetzt erstmal? Metallsplitter im Auge ist ja mal richtig schlecht, sag ich mal, richtig schlecht. Dann bin ich heimgefahren, hab mir mein Auge ausgewaschen und so weiter und dachte mir, okay, ich glaube, es ist raus. Bin mir nicht sicher, ob was drin ist. Das fühlt sich komisch an. Und hier an dieser Stelle, Leute, wenn ihr einen Metallsplitter im Auge habt, geht zum Augenarzt, lasst euch die sicherheitshalber abklären. Das ist wirklich nicht zum Scherzen. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Hat aber auch nichts gefehlt. Also ich habe es tatsächlich geschafft, den Splitter rauszuwaschen. Nur der Kopf hat mir ein bisschen spooky Geschichten gespielt. Was wäre jetzt, wenn der Splitter nicht draußen wäre und mein Auge anfängt zu rosten oder sowas? Ja, und dann hat er gesagt, ja, und er hat jetzt den Film gesehen und da mag er jetzt den Helm bauen. Irgendeinen Helm. Oder möchtest du jetzt Motorrad fahren oder was? Motorrad fahren in dem Alter, da rennst du doch nur. Auf jeden Fall habe ich dann die ganzen Teile soweit zusammengefügt und habe schon die Erfahrung gemacht aus dem Einhornprojekt, dass man das eigentlich sofort aneinander verschweißen muss. Also nicht irgendwie verkleben oder so. Das heißt, ich habe gleich schon angefangen, die Teile aneinander zu verschweißen. Das hat auch einigermaßen gut geklappt. Ich habe das alle 2-3 cm mal gepunktet, damit es schön hält und der Helm ist so langsam entstanden. Auf jeden Fall ist er immer heimgekommen und war schon saugrantig, weil er einfach gesagt hat, ah, ich schaffe das nicht, ich habe keine Zeit mehr, ich muss fertig werden. Das ist so schwierig, ich bin schon so weit, aber ja, und mein Gott, was soll ich sagen? Ja, ich bin eine liebevolle Frau und habe gesagt, mein du Depp, lass bleiben. Aber er hört ja nicht auf mich. Auf jeden Fall habe ich gleich schon gesagt, ja, ich bin ein liebevoller Vater und ich unterstütze meinen Buben in allem, was er macht. Und habe gleich gesagt, Bub, jetzt darf mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach was Gescheites arbeitest. Ja, das habe ich so zu ihm gesagt. Dann hat er gemeint, ja, überlegt mal, er baut jetzt den Helm. Warte mal. Ich hab gleich gewonnen. Ja, ist ja wurscht. Als ich den dann komplett zusammen hatte, dachte ich mir, okay, ich möchte den aber dieses Mal ordentlich bauen. Weil bei meinem Einhornprojekt war es ja so, ich habe da nur einzelne Schweißpunkte gesetzt und habe das relativ dirty dann so gelassen, also so mehr oder weniger unfertig gelassen. Den Helm wollte ich wirklich ordentlich machen, deswegen habe ich hier komplett jetzt im Nachgang Schweißnähte gezogen. Und ich sage euch eins, 1 mm Stahlblech Schweißnähte ziehen ist gar nicht so einfach. Natürlich habe ich relativ oft auch mal Löcher reingeschweißt, also Löcher reingemacht, weil man halt eben mit dem Schweißgerät bei 1 mm Stahlblech, wenn man es nicht gut kann, oft mal durchfällt. Dann hatte ich das Problem, dass ich immer wieder diese Löcher zuschweißen musste. Naja, ging auch alles irgendwie. Zum Schluss war der Helm komplett dicht, ich habe alle Schweißnähte zugezogen und er sah richtig, naja, kacke aus. Was auf jeden Fall mega cool aussah, war, als diese Papierschablonen noch drauf waren. Ja, und da habe ich die ersten paar Fotos gemacht und so. Das sah schon irgendwie stylisch aus. Fast schon so ein bisschen Stormtrooper-mäßig.
Mandalorian-Helm ist ja quasi clean, der ist ja nicht lackiert, der ist ja, wie heißt das, Beskar-Stahl-Optik. Und ich habe natürlich auch Beskar benutzt. Ich habe da meinen Beskar-Lieferanten angerufen. Das beste Beskar. Dann musste ich den Helm erstmal verschleifen. Hab hier eine grobe, ich weiß nicht, wie heißt das, Schrubbscheibe. Und dann habe ich die kompletten Schweißnähte glatt geschliffen. Und hier auch wieder muss man aufpassen, dass man nicht durchfällt, das Material, dass man nicht durchschleift. Ich habe es tatsächlich an ein, zwei Stellen geschafft, minimal durchzuschleifen. Dachte mir aber dann zum Schluss, ja okay, das ist jetzt nicht so schlimm, das ist Battle Damage. Also Kampfschaden. Ja, da hat halt schon mal jemand ein Loch reingehauen oder geschossen. Egal, sieht man später nicht. Ja, dann hat er mich halt angerufen, hat er gemeint, ja, puh, du Papp. Ah, das ist, ich glaube, dieses Projekt übersteigt meine Fähigkeiten, hat er gesagt. Ja, dann hat er gesagt, es wäre nichts. Dann ging der Struggle los. Dann ging's los. Wie? Das wäre nix. Soll allein was wollen. Auch wenn es nichts Gescheites wird, aber es wird was. Da sagt er, nein, er schafft's nicht. Er wird nicht fertig mit dem Helm. Aber ich wollte auch gesagt, ja, mein Bub, du, wenn es nichts wird, dann musst du es halt bleiben lassen. Hab ich gesagt. Ja, ein bisschen der Baum der meint schon, aber. Mei. Es ging ans Kleinteile machen, die Ohrteile, obenrum noch so ein Hühnerkamm, sag ich mal. Die ganzen Details eben hinten so, wie es Luft auslässt oder was das soll. Alles, was der Helm halt rundherum an so kleinen Details hat. Die hätte ich jetzt alle einzeln klein ausschneiden müssen, verschweißen, schleifen. Und ich habe ewig gebraucht. Ich habe hierzu tatsächlich relativ wenig Material gefilmt. Ich habe hier ewig rumgespielt. Ich habe Kleinteile ausgeschnitten, habe versucht, es zu verschweißen, habe versucht, es zu biegen. Aber mit dem Werkzeug, den Materialien, was ich hier da hatte, war es einfach nicht wirklich möglich. Daran bin ich einfach gescheitert. Ich konnte diesen ganzen Kleinkram nicht bauen. Ich konnte ihn nicht bauen. Und es war jetzt wirklich das erste Projekt, seit ich hier diesen Kanal Tabs Workbench betreibe, wo ich wirklich aufgegeben habe. Habe ich gesagt, machst was? Machst was anders? Das gefreut deine YouTube-Zuschauer, deine Leute. Wo ich mir denke, wer schaut dem zu? Was möchtest du denn da? Was gibt's denn da zum Sehen? Ja, dann habe ich ihm halt, wie so eine liebevolle Frau das halt macht, gut zugekriegt. Ja, und habe gesagt, mein du Depp, dann lass halt bleiben. Aber. Ja, und tatsächlich, das war das erste Mal, dass er auf mich gehört hat. Und da hat er es bleiben lassen. Ich habe einfach gedacht, okay, geht nicht. Ich werde nicht, ich kann, ich krieg das nicht hin unter dem Zeitdruck, den ich auch habe. Ich schaffe das nicht. Und ich habe tatsächlich auch massiv die Lust an dem Projekt verloren. Aber habe ich auch gesagt, dann machst du halt was anderes, was Gescheites, dann freuen sie die Leute auch. Das schauen sie sich ja auch. Und lass das jetzt einfach bleiben, die Spinnerei, und machst was Gescheites. Gehst, machst du mal leer oder irgendwas? Oder war der gleich, aber naja. Ja, mei, so hab ich das alles mitgekriegt. Leider war es dann wohl nix. Da war er zwar ein bisschen niedergeschlagen, aber ich habe halt dann auch gleich gemeint, ja, dann da kannst du ja da bei meinem Bastelzimmer weiterbauen. Ja, ja, so war das. Mein Bastelzimmer ist auch noch nicht fertig. So ein Helm bauen. Aus einem Roboterfilm. Aus Metall. Ah, bin gespannt, was ihr mal als nächstes für ein Schmarrn einfällt. Ich habe eine Umfrage gemacht, soll ich trotzdem Video machen? Ihr habt natürlich für ja gestimmt, was mir ganz klar war. Ihr wolltet trotzdem sehen, wie ich scheitere. Und naja, was soll ich sagen? Der Helm ist nicht fertig, aber ich habe ja doch ein bisschen was gemacht. Und das möchte ich euch dennoch jetzt präsentieren, wie er aussieht ohne den ganzen Details. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und es reicht euch so weit, dass ihr mir wenigstens ein Abo und ein Like da lasst. Und jetzt zeige ich euch den nicht ganz fertigen Helm. Let's go!
Ja gut. Passt, jetzt kann ich jetzt. Ich muss noch am Stammtisch. Passt. Also, Servus.